zweite Vorsitzende vom ersten HNC e.V. Und ich bin dazugekommen, ich glaube, bei der zweiten Homecom im Jahre 2009. Da hatte nämlich Hessi und Quarkbeutel, die das damals gemacht haben, das in verschiedenen anderen Foren inseriert. Unter anderem auch im ABUC-Forum, das ist der Atari 8-Bit Computer Club, wo ich sehr aktiv bin. Da habe ich gesehen, das ist ja hier um die Ecke, da fährst du mal hin. In Froschhausen damals noch. Und das war sehr lustig. Und dann nahm das ja richtig Fahrt auf. Und wir zogen nach Großauheim um, in die alte Schule, wo wir jetzt ja auch regelmäßig noch sind. Und irgendwann gab es dann den Bedarf, das Ganze auf die Füße eines eingetragenen Vereins zu stellen. Und wir haben den ersten Hanauer Netzwerkclub übernommen. Wir sind da alle eingetreten, haben darum gebeten, eine Jahreshauptversammlung zu machen und haben uns in den Vorstand wählen lassen. Und ja, seitdem bin ich zweiter Vorsitzender. Erst war es der Hessi und als der dann irgendwann den Verein verlassen hat, hat Stefan Pitschers übernommen und Carsten Kagel war die ganze Zeit Kassierer und bei der letzten JHV hat er das an Muck abgegeben. Ich kümmere mich hauptsächlich um das Vereinsorganisatorische. Ich mache die Steuererklärung, ich mache die anderen Abmeldungen beim Amt, beantworte den Schriftverkehr, mache die Mitgliederliste und unterstütze den Thomas auch beim Eintreiben der Beiträge. Mein Name ist Thomas Daden, im Allgemeinen nennt man mich Muck und ich bin zum HNC eigentlich gekommen über die Homecon. Die Homecon hatte mal einen Träger gebraucht und darüber sind wir eigentlich irgendwie zusammengekommen. Der HNC selbst bin ich einfach als normales Mitglied dabei gewesen, habe über die Homecon mit Organisationsthemen war ich irgendwie immer dabei und jetzt zum Schluss bin ich Kassenwart geworden bei der letzten Mitgliederversammlung. Die Geschichte zum HNC ist vielleicht, das ist ein alter Verein, der sich tatsächlich mit LAN, Computernetzwerkspielen beschäftigt hat und der aber mit der Zeit brach lag, weil das liebe Internet eigentlich das Thema LAN-Spiele in Hallen irgendwo zu Bruch gebracht hat, sage ich jetzt mal. Wir haben eigentlich den Punkt der, dass ursprünglich diese Homecon für sich durch zwei Leute entstanden ist. Die hatten einfach eine Idee, wir wollen ein Retro-Computing-Treffen haben. Und haben über einen Bürgerhaushalt tatsächlich einen Platz gefunden, wo sie gesagt haben, wir machen hier ein Treffen. Es sind beim ersten Mal auch über 30 Leute gekommen und das hat sich gezeigt, das macht Sinn. Und das erste Jahr dieser Homecon ist auch komplett losgelöst von dieser HNC-Geschichte gewesen. Das Problem war dann gewesen, dass dieses Bürgerhaus, wo wir damals waren, gesagt haben, wir haben keine Termine für euch. Der Hanauer Netzwerkclub an sich, der entstand viel, viel früher und die hatten halt riesengroße Veranstaltungen in Steinheim in der Kulturhalle gemacht, richtig LAN-Partys mit über 100 Leuten, also mit allem drum und dran, wie man das aus dem Fernsehen kennt, das haben die gemacht und für uns war halt das Glück, dass dieser Verein noch existent war, obwohl sie damals nichts mehr gemacht haben und wir eben die Chance hatten, mit der Homecon, wo diese Problematik mit diesem Raum kam, dass wir da einfach dann reingerutscht sind im Endeffekt, weil einer von diesen Hanauer Netzwerkclub-Mitgliedern bei uns in dieser Homecon war. Das war denn diese Verbindung. Der HNC ist quasi das rechtliche Fundament von der Homecon. Das ist also ein Vehikel, damit wir die Homecon durchführen können. Eben, dass wir Verein sind, in den Genuss kommen, die Räume benutzen zu dürfen und dass wir eben gemeinnützig sind. Das ist der e.V. ist der eingetragene Verein. Die Gemeinnützigkeit kannst du beim Finanzamt beantragen, dass du keine Steuern zahlen musst.
Vorausgesetzt, du machst natürlich auch keine Umsätze mit Gewinnabsicht. Aber das machen wir ja nicht. Und der HNC ist freundschaftlich verbunden mit dem Flipper Museum in Seligenstadt. Da gibt es also auch viel Überschneidung von den Mitgliedern. Und ist eigentlich auch die Keimzelle des Digital Retropark, der eine dauerhafte Ausstellung von alten Computern und Videospielen machen will. Über 60 Leute irgendwie so, die eben wirklich in den Verein tragen, damit eben diese Retro-Computing-Treffen im Allgemeinen weiterhin funktionieren. Ne? Der HNC ist ganz klar ein gemeinnütziger Verein. Wir trennen die Sache auch jetzt noch ein bisschen, weil es gibt noch ein paar andere Themen, die wir in der Satzung drinstehen haben, wo wir sagen, wir unterstützen noch einen anderen Verein mit Aktivitäten. Wir haben, was das Thema Mitgliedsbeiträge angeht, jetzt keine hohe Summe. Also der HNC nimmt 10 Euro im Jahr. Also das ist jetzt kein Riesenthema. Bei 60 Leuten entsteht jetzt auch keine Riesenkasse. Und aufpassen, dass sie sich nicht selber entleiben. Ah, und die ersten Bomben fliegen über den Zaun. Da ist der Joystick schon kaputt, oder was? Oh, das geht. Ah. Ich wusste es, das geht dick. Also das sieht alles nicht gut aus. Ist mir egal, die funktionieren. Hör doch mal auf. Es wird immer voller. Es ist ja weitestgehend das Gleiche. Die Leute kommen, bringen ihre Sachen mit. Manch einer spielt, der nächste sortiert, einer ja, katalogisiert für seine Ausstellung. Manche reparieren, manche kommen, weil sie sich vorher schon gemeldet haben im Forum hier. Mein altes Telespiel ist kaputt, kann das einer reparieren? Das machen wir alles. Es ist professioneller geworden von Orga-Seite. Also wir wissen genau, was zu machen ist. Wir sind gut organisiert. Die Sachen sind schön in Kisten verpackt. Das ist alles sehr praktisch, sehr praktikabel. Netzwerk, Switches, wir haben Kabel, wir haben Starkstromkabel. Also wir sind da schon auf einem sehr guten Weg. Die Werkzeugkiste, die Kabelkiste. Liegt aber auch daran, dass wir so eine Vielzahl von verschiedenen Leuten haben. Das sind halt nicht alles Elektroingenieure, die sowieso elektronikaffin sind, sondern da sind Designer dabei, da sind Handwerker dabei, ich bin Architekt, da sind BWLer dabei, das ist von jedem was. Und wenn jeder da seine Stärke einbringt, dann ist man ungeheuer schlagkräftig als Team.
Das ist eigentlich das Schönste an der ganzen Sache. Es gibt andere Veranstalter, die würden es gerne natürlich auch machen wollen. Ihre Treffen halt kostenfrei, aber sie haben keine Wahl. Also wir sind auch sehr, sehr dankbar, dass die Stadt Hanau, muss man dazu sagen, wirklich diese Möglichkeit noch ihren Verein bieten tut, dass sie kostenfreie Räumlichkeiten anbieten. Ja, das hat man auch nicht mehr überall, leider Gottes. Und das ist eben eine tolle Sache und das nutzen wir auch schamlos aus, solange wir es können. Ne? Und es zeigt sich auch immer wieder, es kommen immer neue Leute dazu, die gucken sich das an. Also ja, es zeigt, es funktioniert. Und meine, wir haben jetzt unsere 45. Veranstaltung seit Jahr 2009 und das ist, denke ich, ein guter Durchsatz. Typisch ist, dass es sehr, sehr gemeinschaftlich ist und sehr viele Leute mithelfen. Der Aufbau passiert in wenigen Minuten. In der alten Schule hier hat es ein bisschen länger gedauert, aber hier ist es ja auch 5 oder 6 Mal so groß. Der Abbau genau dasselbe. Alle fassen 1, 2 Stühle an, einer geht mit dem Besen durch, das ist ruckzuck gemacht. Der Vereinskern oder der Orga-Kern, die Aufgaben sind definiert, die kennen die Leute alle, das kann man also auch ohne großen Organisationsaufwand vergeben. Also ich kann nicht einkaufen fahren, kannst du das machen oder kann irgendeiner den Schlüssel abholen. Das funktioniert ungeheuer gemeinschaftlich. Es wird sich geholfen, es ist offen, es gibt diese Grabenkämpfe zwischen Amiga und Atari nicht mehr. Das ist nur noch alles auf so einem freundschaftlichen Witzniveau. Und ja, das ist so, finde ich, Herausstellungs- oder Alleinstellungsmerkmal. Das ist auf anderen Veranstaltungen auch größtenteils so, aber ich finde, hier sticht es echt heraus. Man hat zusammen Spaß einfach, ne? Das ist eine Ebene, wo man sagen kann, früher waren es um die 30, 40 Leute. Wir sind tendenziell größer geworden, dass wir sagen, also in dem Ort, wo wir jetzt sind, in der alten Schule, in Großauheim, wir sind langsam grenzwertig unterwegs, was den Platz angeht. Aber wir wollen an sich, klar, größer wäre schöner, aber wir wollen auch jetzt keinen riesen Aufwand betreiben. Was ganz wichtig ist bei den Homecons, auch für uns als Organisatoren, ist der Weg, dass wir sagen, die Räumlichkeiten sind organisiert, es gibt ein bisschen was zu trinken, was zu essen, was eben kostenfrei ist, wo die Leute wirklich einen schönen Tag verbringen können. Und wir wollen eigentlich nicht mehr tun. Das soll von alleine funktionieren. Also das ganze Homecon-Prinzip ist, es lebt vom Mitmachen. Und das ist erstmal, was die eintägigen Homecons angeht, auch eine Sache, das funktioniert gut. Ich glaube, da werden wir auch nicht jetzt groß was dran ändern. Höchstens mal in anderen Räumlichkeiten, weil wir einen besseren Parkplatz finden oder so. Aber leider Gottes, mal schauen. Jetzt haben wir natürlich noch etwas anderes, was das nennt sich Homecon hoch 2 oder jetzt Retrolution. Die Geschichte hierzu war eigentlich, dass mal gesagt worden ist, es wurde einen Ort gesucht, wo man relativ mittig in Deutschland eine größere Veranstaltung machen kann. Und Rhein-Main-Gebiet passt zu diesem Thema, geografisch gesehen. Und daraufhin kam durch einen Zufall einfach eine Entwicklung mit der Connected. Die sitzen in Hamburg, im hohen Norden, die Kollegen. Und da haben wir gesagt, wir machen zusammen eine Veranstaltung und gucken mal, was dabei entsteht. Und da ist auch mal die Doreco bei gewesen aus dem Dortmunder Raum. Also man hat gewisse mit anderen Organisationen, Computertreffen, wie man es nennen mag, mit Leuten, die ebenfalls Retro-Computing-Treffen veranstalten, versucht was zusammen zu machen und das ist dann eben halt der Arbeitsbegriff von Home Connected auf Retrolution umgeschwenkt, dass wir sagen, wir wollen keinen besonderen Namen hervorheben, sondern nur den Tag benennen, dass man sagt, worauf lässt man sich ein. Und das wird halt in einer großen Halle gemacht, in der Kulturhalle Steinheim, wo einfach mehr Platz ist, wo es eine kleine Bühne gibt und ja, also ich sag mal, die ersten beiden Treffen sind klassisch gelaufen, nur im Groß, wenn man so möchte. Und inzwischen haben wir uns weiterentwickelt, dass wir ein Rahmenprogramm, Bühnenprogramm dazugeben, wo man einfach sagen kann, immer noch auf Spaßbasis, alles ehrenamtlich. Die Leute, die Programme oder Vorträge oder Workshops gemacht haben, haben nichts dafür bekommen, haben es freiwillig gemacht. Das ist eine ganz tolle Geschichte.
Ja, und das ist eine Ebene, wo ich denke, da wird es in der Richtung weitergehen, dass wir sagen, ja, es ist gut angekommen, jetzt gerade bei unserer letzten Veranstaltung, wo man einfach sagen kann, wir sind auf einem guten Weg. Und wir haben im nächsten Jahr unsere 50. Veranstaltung auch wieder zu dieser zweitägigen HomeCon-Retrolution. Und da werden wir mit Sicherheit auch diesen Weg weitergehen, wo wir ein bisschen mehr machen, als nur sich zusammensetzen und sagen, wir haben Spaß. Ne? Also Spaß auf jeden Fall. Ne? Das Retro-Computing ist einfach ein wunderschönes Thema. Und das Schöne ist, wenn man auch die Kinder sehen tut, wenn die sich mit diesen alten Maschinen beschäftigen, die haben immer wieder auch Spaß. Also das passt irgendwie, das ist einfach schön.